Hey Leute, willkommen zurück zu Guild Wars 2. Heute beschmeißen wir mal nicht Kinder mit Schneebällen, nervige Kinder mit Schneebällen, sondern ich habe Post bekommen, diesmal nicht von euch, sondern es ist ein Event gestartet, das Halloween-Event. Was ist das hier? Magistra Tassi. Wichtig, nicht laut vorlesen. Gut, dann kann ich das jetzt nicht vorlesen. Behaltet es für euch, aber ich habe dieses Jahr ungewöhnliche Messwerte aus dem verrückten Reich erhalten. Die Reisenden scheinen ziemlich geschockt, als sie das Labyrinth verließen. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen. Jede Änderung an Halloween könnte von großer Bedeutung sein und ich muss euch nicht daran erinnern, dass man die Türen zum verrückten Reich in beide Richtungen durchschreiten kann. Könntet ihr bei nächster Gelegenheit zum Labyrinth reisen und über alles, nun ja, ungewöhnliche berichten? Ungewöhnlich für eine spektrale Quasi-Dimension natürlich. Um der Dokumentation willen. Magistra Tassi. Okay, frohes Halloween. Wieder einmal wird es Halloween in Tyria. Die Türen zwischen eurer Welt und der des verrückten Königs öffnen sich und der verrückte König Thorn, ich dachte Shiogorath, der uralte kretanische Monarch, schreitet wieder durch die Straßen von Löwenstein. By the way, Shiogorath ist super. Ich liebe Shiogorath. So, das nur nebenbei. Ich habe den Kapitänsrat versichert, es sei relativ sicher diesmal, doch bestimmt wüssten sie es zu schätzen, wenn ein tapferer Abenteuer wie ihr käme. Und natürlich böten sich im verrückten Reich selbst die großartigsten Gelegenheiten für die Feldforschung. Kommt zu mir auf die prachtvolle Piazza. Plaza, wie auch... Was ist das? Ist das ein... Irgendwas in der Richtung. Sobald es euch passt... ja. Piazza, das ist ein I. Okay. Gut, was haben wir denn hier? Einladung ins verrückte Reich. Während Halloween doppelklicken, um die Durchgänge zwischen den Welten zu öffnen und ins Labyrinth des verrückten Königs zu reisen. Wenn ihr bereits im Labyrinth seid, werdet ihr sicher nach Tyria zurückgebracht. Gut, also muss ich nicht da irgendwie erst noch großartig irgendwelche Wegmarken suchen. 5 Stücke Candykorn. Zuckerschub. Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit um 10%, Dauer summiert sich, verursacht Zuckereinbruch. Das ist ja super. Nehmen wir mal alles. Und wir gucken mal. Ich habe noch nie dieses Event mitgemacht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt ist halt die Frage, ob das so eine gute Idee ist. Mir wurde ja schon mal nahegelegt, das dann zu machen. Wir können ja mal reingucken. Das wäre dann auf jeden Fall auch mal was anderes. Und... gucken wir mal. Labyrinth des verrückten Königs. Okay, das ist jetzt einfach nur hier so ein... Ach, jetzt sag nicht, das ist so ein Jumping-Quark. Bitte nicht. So, viel Spaß. Ja, nehme ich doch gerne mit. Ansonsten, ich guck mal kurz. Was haben wir denn hier? Was ist euer Begehr? Wie wäre es mit einem Tänzchen bei der verrückten Inquisition? Oder etwas, das euer Geschick herausfordert, wie der Uhrturm? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier was ist und was macht. Ich fange mal hier oben an. Ich bin an der Rennbahn interessiert. Nach 300 Jahren steht die Rennbahn des verrückten Königs der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung. Meistert ihre brutalen Kurven auf eurem Reittier. Ja, warum nicht, ne? Das andere können wir uns dann auch noch anschauen. Ich habe keine Ahnung. Das ist für mich wirklich... Mal gucken. Das könnte gut werden, das könnte aber auch total schrecklich werden. Maskierter Reiter H. Willkommen in der Totenwelt, der Hochgeschwindigkeit, wildfremd. Zur Erbauung und Bestrafung seines Hofes hat der verrückte König einige Rennstrecken in Auftrag gegeben. Hört mal, ich will ja niemanden beleidigen, aber wie bestreitet ihr denn ohne Kopf ein Rennen? Am Scheitelpunkt des Rennens braucht ihr keine Augen, um die Strecke zu sehen. Ihr fühlt, wie die Kurven, die noch vor euch liegen, euch herbeiziehen. Das scheint mir nicht sicher, aber ich schätze, noch mehr Verletzungen sind nicht möglich. Was soll das denn heißen? Nicht, dass ich es nötig hätte, aber Tipps für ab in den Irrsinn... Diese Strecke hat wegen ihrer schnellen Kurven in dieser und sogar in jenseitigen Welten traurige Berühmtheit erlangt.
Übt euch im Driften, seid bereit, euch zu erholen und verliert nie die Hoffnung. Mit einem Reittier driften? Na schön, ich glaube, ich bin bereit dazu. Ja, total, mal nicht. Ja gut, das ist jetzt mit diesen Tipps, ist ja super, ne? Aber ja, können wir uns auch noch mal kurz angucken. Das Schlüsselmerkmal von Kürbisparadies sind die gefährlichen Hindernisse. Der Schakal kann sie leicht umgehen, um Ausdauer zu sparen. Und scheut euch auch nicht, Gefahren mit einer Außenkehre zu umgehen. Ja, schön und gut. Ein Freund hat Probleme dabei. Ha, Klein Eddys Häschen hüpfen. Es ist nicht gerade ein Hochgeschwindigkeitsrennen, aber der Mut eines Rennteilnehmers misst sich am Wert eines Augenblicks der Verbesserung. Versucht eure Zeit in der Luft auf ein Minimum zu halten und bewegt euch immer weiter vorwärts. Ja, mein Freund, genau. Hört mal. Ach ja, das hatten wir schon, genau. Okay. Meister des verrückten Rennens. Hast du irgendwas zu erzählen? Wir stecken mitten in den Vorbereitungen für ein Rennen. Danke für eure Geduld. In der Zwischenzeit könnt ihr mit ein oder zwei Runden der Zeitprüfung üben. Wie aufregend. Ja, total. Vielleicht schon. Verrückte Stellarbeitskraft. Schakalvermietung. Zeitprüfung. Was ist denn hier alles noch so? Das ist aber jetzt hier ein ganzer Batzen auf einmal. Verrückter Schiffsführer. Was ist euer Begehr? Wie wäre es mit einem Tänzchen verrückte Inquisition? Ach, dann kann ich quasi hin und her wechseln, ne? Zeitprüfung. Verrückte Stallarbeitskraft. Rollkäfervermietung. Dafür brauche ich Zeitprüfung. Ihr könnt die Strecke während der Vorbereitung des Rennens austesten. Seid ihr bereit, einen neuen Rekord für eine Runde aufzustellen? Schnelligkeit ist meine Sache. Ja, total. Schließt eine Runde so schnell wie möglich ab. Okay, dann kriege ich hier dann nochmal Belohnung. Und wie läuft das jetzt? Ja, und nu? Oh, das läuft schon. Ich muss... Hä? Ach, das ist... Moment, ich brauche dafür am besten Rollkäfer, ne? Ich gucke mir das jetzt hier erst einmal an. Das ist sehr, ja sehr überschaubar und man sieht dann auch schon ganz gut die Richtung, wo man dann hin muss. Warum ist da so eine Zeitbegrenzung? Ich kann das nur so und so oft testen, richtig? Ich glaube... Ja, gut, ne? Ich brauche dafür einen Rollkäfer. Aber wir machen das jetzt hier erstmal. Ach, geht noch weiter? Das ist ja auch eine sehr interessante Strecke. Gut, mit dem Raptor ist das jetzt hier nicht so... Hä? Ich war doch... Moment, so... Ja, du bist schneller als ich. Ich weiß schon. Okay. 2,05. Also ich kann... Doch, ich könnte das sogar mit dem schaffen. So schließen. Dann... Bleib mal stehen. Ich würde gerne mal mit dir... Ihr habt keinen eigenen abgerichteten Schakal. Wir bieten Vermietung an. Für klein wenig Dienste am verrückten König zu leisten... zu einem späteren Zeitpunkt. Schakal? Was brauche ich denn dafür? Ich brauche da doch bestimmt so einen Rollkäfer für, oder? Jetzt nicht, sondern... Springervermietung. Okay, ich kann die hier scheinbar... Oder ein paar unterschiedliche mieten. Rollkäfer. Wenn es um Zeit geht, dann doch eher sowas.
Oh mein Gott, ja, das ist... Was haben wir denn hier? Aufbruch. Driften. Schub. Oh Gott. Ja, das ist super. Oh mein Gott. Das ist ja echt super. Verdammt. Irgendwas mache ich hier, glaube ich, falsch. So. Eins. Oder ich muss sie einfach so kaputt machen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Und ich war noch nie mit so einem Gefährt hier unterwegs. Wo müssen wir denn jetzt lang? Hier lang. Wo muss ich denn... Ich habe hier den, total den Überblick verloren, aber ich glaube... Ich glaube, das ist richtig. Wow. Okay, 1,10. Da ist noch Luft nach oben. Gut, dann gucken wir erstmal, was haben wir denn bekommen? Süßes oder saures Taschen? Was haben wir hier noch? Zeitprüfung, Rennbahn des verrückten Königs Silber, Bronze. Ach. Okay, dann alles benutzen. Wieder eine Errungenschaft mehr. Das ist eine Menge Zeug. Glück nehme ich immer. Glück kann man nie genug haben. Davon habe ich schon genug von diesen Fragmenten. Die kann man auch nicht verkaufen. Was mache ich denn mit so vielen Fragmenten? Seelengebäck. Konzentration, Kraft, Erfahrung für besiegte Gegner. Stufe 80, ja, das ist super. Alles benutzen, dann haben wir noch mehr davon. Alles benutzen, dann haben wir noch mehr davon. Und alles benutzen. Man kann nie zu viele Schätze haben. Genau, sehe ich auch so. Gargoyltrank. Brauche ich das für irgendwas noch? Ich weiß es nicht. Vogelscheuchen. Ach, ganz ehrlich, diese begrenzten Dinger, ne? Also sowas finde ich... Ich finde sowas echt... Blödsinn. Klopapier öffnen. Super. Ich bin ja hin und weg. Höllenfeuer-Skeletttrank. Dragonit. Jetzt habe ich auch schon so viel von dem Zeug. Noch eine einzelne Tasche. Plastikzähne. Okay. Gut, hier gibt es scheinbar eine ganze Menge Rennen und unterschiedliche Zeitprüfungen. Was ist das jetzt hier? Keine Ahnung. Zeitprüfung. Also ich gehe mal stark davon aus, dass die Tiere dann da auch stehen, wo dann die einzelnen Rennen sind. Alles andere wäre ja auch unlogisch. So. Rollkäfervermietung. Dann gucken wir mal hier. Schakalvermietung. Ja. Du siehst ja schon echt cool aus. So. Ich weiß jetzt leider nicht. Moment, ich muss erst noch mal gucken. Was hast du denn? Anspringen. Augenschlag. Okay, oh, das könnte noch interessant werden. So, Zeitprüfung. Schnelligkeit ist meine Sache, total. So, ich wollte das jetzt auch nicht so machen, dass ich da das tausendmal nochmal probiere, um dann die höchste Truhe zu kriegen. Genau, für die hier ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Da kommen wir an denen auch super. Jetzt bleibt man nicht stecken. Okay, das war ein bisschen... Es hat eine kleine Verzögerung. Ja. So, und nun hier lang.
da lang. Ach, ist egal, auch wenn ich von der falschen Seite hier reinlaufe. Das zeigt wirklich nur die Richtung an. Alles klar. Oh, das wollte ich jetzt nicht. So. Okay. 51 680. So, haben wir drei davon. Dann haben wir hier, yay, Gold natürlich. Das lief echt ganz gut. Wieder jede Menge Zeug. Kriege ich jetzt hier lauter Krempel, die nicht jetzt, wo ich auch nicht weiß, ist das jetzt so ein optischer Effekt oder kann ich die Tränke für irgendwas wirklich gebrauchen? So, 20 davon. Schattenrabentrank. Ja, ist ja schön, dass ich mich in das ganze Zeug verwandeln kann. Verdorbenes Ei. Super. Ich brauche auch verdorbene Eier. Auf jeden Fall. Essenzen gibt es hier eine ganze Menge. Vogelscheuchen, Todesstoß. Verwenden. Ja, ich verwende das. Ich werde das eh nicht wirklich benutzen. Weil gerade so temporäre Sachen sind mir, finde ich, halt so dämlich. Verrückte Handschuhe. Habe ich das richtig gelesen? Tatsache. Templar-Stulpenhandschuhe. Das ist dann auch schon 80. Ja gut, das ist wieder leicht, ne? Ja, dann nehmen wir die. Dann können wir die, glaube ich, schon mal ändern. Und die ändern wir direkt hier auf Kraft, Präzision, Wildheit, auch wenn wir die jetzt noch nicht benutzen können. Ich würde mal gerne gucken. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt so mein Look. Das ist eher, sieht mehr so nach einem Drachen aus. Aber warum nicht, ne? Wer es mag, bitteschön. Gut. So, das hätten wir. Und wir können dann ja nochmal was anderes hier schauen. So. Was haben wir denn hier noch so? Stallarbeitskraft. Wir können ja an einem Rennen teilnehmen. Will ich das? Ich glaube nicht. Dann haben wir einen Schakal. Ich will mir nochmal die anderen hier angucken. Und zwar absteigen, danke. Springer. So, was mit dir hier? Kanonenkugel. Interessant. Raketensprung. Das sieht ja schon lustig aus. So, Zeitprüfung. Spielen. Oh Gott, ja, springen! Jetzt komme ich. Ja, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Ach, verdammt. Ja, das ist schon im Prinzip vorbei. Der bewegt sich halt auch nicht so wirklich in der Luft. So, jetzt müssen wir da hoch. Der bewegt sich halt echt nur so einen Millimeter nach vorne. Ja, das wird halt nix. Das wird halt nix. So, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal da runter. Genau, und dann gucken wir mal hier und... Hallo, ich hatte gedrückt. Warum? Ich komme da aber auch nicht hoch, ne? Ich muss da einfach nur einmal so dran springen, scheinbar. Diese ganzen verdammten Gräber blockieren mich hier nur. Oder ich muss direkt aus der Bewegung dann so hochspringen. Ja gut, ne? Zu meiner Verteidigung, ich habe halt noch nie die Smaut benutzt. Das ist für mich alles komplett Neuland. So, interessant, 1,28. Das hat dafür ja noch gereicht. Aber das unter einer Minute zu kriegen. Okay. Das könnte wahrscheinlich ein bisschen dauern, würde ich mal vermuten. So, was haben wir hier wieder Tolles? So viel Zeug.
So viel Plunder. Jetzt habe ich davon auch schon so viel. Okay, alles verbrauchen, alles verbrauchen. Vogelscheuchen, Todesstoß. Naja, gut. Was haben wir denn hier noch so? Das war das. Das war die Sache mit dem Rollkäfer. Das war, hallo, mach das weg. Das war genau Springer, das haben wir eben gemacht. Dann haben wir hier, das haben wir auch gemacht mit dem Schakal. Und das waren quasi die paar Sachen, genau. Okay, dann haben wir uns hier mal alles angeschaut. Und ich würde fast sagen, ich weiß nicht, ob ich das mit der Kiste dann auch probieren will, mit der goldenen. Weil bis ich das wirklich hinbekomme, hier mit dem Springen, das im richtigen Moment zu benutzen, das könnte ein bisschen schwierig werden. Okay, gut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns nächstes Mal was anderes an. Dann mache ich die Videos ein bisschen kürzer und ich werde dann hier nochmal auf kein bisschen rumprobieren vielleicht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es auf jeden Fall erstmal wieder von mir und bis bald.